Herzlich willkommen bei den Lea Hartmanns und den Düring. Das ist die stumme Lea, aber die ist nur jetzt ganz kurz mal stumm. Wir haben heute Nikolaus und Lea, war der Nikolaus auch bei dir? Warst du lieb? Was hast du denn bekommen? Ach ja, wissen alle Bescheid. Ich blende es dann hier mal ein. Lea gammelt hier auf der Couch Das ist rum. nicht wahr, du möchtest mir nur keine schwarze Hose geben, deswegen kann ich mein Video nicht drehen. Wir haben, wie gesagt, Nikolaus heute. Hier ist Feiertag in Spanien. Wir wollen jetzt gleich ein Video drehen für Leas YouTube-Kanal. Und wir wollen ein Hasen, oder? Und Lea wünscht sich seit geraumer Zeit ein Haustier. Nee, seit 5 Jahren Minimum wünsche ich mir einen Hund. Aber Vor da ich. 4 Jahren ist unserer gestorben. Aber da ich keinen Hund kriege. Nein. Doch. Wen meinst du, Nancy? Nein. Schon länger? Ja. Und schon viel länger. Und ich wünsche mir so lange einen Hund, aber da Carsten keinen Hund möchte, gibt es leider keinen Hund, Gucken mal in die dass Kamera, ich ja. ausziehe. Deswegen hat er gesagt, allerhöchstens ein Hamster. Und ich möchte auch keinen Hamster, weil wenn man die anguckt, werden die krank. Das stimmt auch nicht. Lea will am liebsten, was für Ich möchte ein kein. Nie, Flughörnchen aus nie, was ich wollte haben. einen Ludon. Ein Frettchen. Ein Frettchen, aber ich darf kein Frettchen Aber kann sagen. man Frettchen alleine halten? Ja, ein Flug links und der Flug. Flughörnchen oder was hast du mir Wie heißen die gesagt? nochmal? Ein Flughörnchen kann man auch nicht alleine halten. Und hier dieses andere Chinchilla kann man auch nicht alleine. Man kann gar nichts alleine halten, wenn es nach dir Außer ein geht. Hamster. Den Naja, Hamster, den darf man auch nicht wir angucken. werden auf jeden Fall, wir haben heute Morgen schön gemütlich gefrühstückt. Jetzt werden wir gleich Mittagessen. Ich habe schon Teig vorbereitet. Wir backen heute nochmal Kekse zum dritten Mal. Und dann überlegen wir uns noch, was für ein Haustier für Lea in Frage kommen könnte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Haustier, Hund. Kleintier sie in ihrem Zimmer halten kann. Ja, Der jetzt schreiben Kassel wir war alle einen Goldfisch, ja. Fisch. Oder Und was man alleine halten kann, wo man dann direkt eine einen Igel ganze. darf ich auch nicht haben, eine Flöhe haben, eine Schlange und eine Tarantel darf ich auch nicht haben. Ich darf hier gar nichts Also ich mache jetzt haben. erstmal Mittagessen und dann schauen wir mal Nichts weiter. darf ich. Du armes Kind, eine Runde Eigentlich Mitleid hätte für ich zum Lea. Nikolaus ein Tier geschenkt Oh, man bekommen. verschenkt keine Tiere, Lea. Das macht Ein man Gutschein. nicht. Das muss sich gut überlegt sein, bevor man sich ein Tier anschafft. Man muss ja überlegen, so ein Tier braucht einen vernünftigen großen Käfig. Ne? Lass dir das nochmal schön durch den Kopf gehen. Bei uns gibt es heute Truthahnfilet mit Paprika und Champignons und Salat dazu. Und Kartoffelecken mit Quark. Den Quark muss ich gleich auch noch machen. Jetzt mache ich erstmal hier das Fleisch. Bereite ich gerade mal vor. Da ist immer so eine Sehne drin. Die muss man da rausmachen. Das hier ist mein Trick, um die Sehne da rauszubekommen. Ordentlich. Ja, und Lea ist immer noch am Googeln, wegen ihrem Haustier. Die ist ja jetzt schon länger dran und. Ja, ein Hund kommt für uns einfach nicht mehr in Frage. Wir hatten jahrelang so viele Tiere, Hunde, Katzen, ein Hängebauchschwein. Also es waren immer alles so verwahrloste Tiere oder Tiere, die jemand nicht mehr wollte. Die haben wir dann aufgenommen, wie so eine Art Gnadenhof. Ziege, ein Pony haben wir mal freigekauft. Lea hatte jahrelang einen Pony. Ja, und ja, ich möchte mich einfach nicht mehr binden. Ich habe früher 10 Jahre lang nichts anderes gemacht, als mich nur um die Tiere gekümmert, stundenlang jeden Tag. Hat kostet alles viel Geld, viel Verantwortung. Und wir haben damals gesagt, wenn die Tiere nach und nach dann sterben, die meisten waren ja schon älter, dann gibt es halt kein neues Tier mehr. Und Lea hätte gern einen Hund und wenn sie mal ausgezogen ist und dann Zeit hat, ihre Ausbildung fertig hat oder wie auch immer und dann Zeit für einen Hund hat, dann kann sich ja gerne einen Hund anschaffen, aber wir möchten einfach kein Tier mehr. Wir möchten gerne noch ein bisschen reisen und so ein bisschen flexibler sein. Ja, und dann kommt halt ja, für Lea ein Kleintier halt noch in Frage. Vielleicht ein Hamster oder ein Streifenhörnchen oder so, was man auch dann im Notfall mal jemandem in Ferien geben kann, wenn man mal wegfährt. Ne? So ein Häschen oder so ein Hörnchen, Streifenhörnchen, könnte man vielleicht der Oma mal geben, dass die dann darauf aufpasst. Dann müssen wir mal gucken. Ja, ich mache jetzt mal so Essen fertig. Das mache ich nicht, Freunde. So ist es nicht. Die haben nichts mitbekommen. Hast du Glück gehabt. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen: Salat, Quark, Truthahnfilet mit Paprika und Champignons und Kartoffelecken. Und Ich hole mir mal wieder nur die Carsten, du Champignons. machst ja schon wieder Schleichwerbung.
retten. Immer. Jeden Mittag. Krieg kein Geld dafür. Ist keine bezahlte Werbung. Wir machen jetzt ab und zu noch mal für Pepsi. Meine Cola hat sich bezahlt. Ja und? Meinst du, Pepsi bezahlt uns? Und sie ist erst für einen schönen Schlappern zu kaufen. Nee, und Laufsocken. Leer läuft. Passen ja dazu die Socken. Richtig gut. Ja, richtig gut. Ja, hier hängt noch meine Geburtstag-Luftballons-Deko. Die wollen wir nachher mal aufmachen. Mal gucken, ob wir die für unseren Freund Dirk noch bauen können, Lea, ne? Meinst du, die kriege ich nochmal auf? Du musst es mal versuchen. So, dann würde ich sagen, wir essen mal und melden später wieder. Hast du noch ein bisschen recherchiert wegen deinem Haustier, Lea? Ich nehme jetzt einen Elefanten. Ja, der passt ja gut in dein Zimmer. Vor eben hat es noch gesagt, sie will jetzt Ziegenzimmer stellen. Enten sind voll süß. Ja, die könnt ihr in der Badewanne wohnen, ne? Ja. Hey, Leute. Oder wir bauen die Dusche aus. Die das Geflume im Hintergrund ist unsere Heizung, also Klimaanlage. Die Dusche willst du ausbauen. Ja, wir brauchen ja eigentlich die Badewanne, also wir duschen uns immer in der Badewanne. Und Carsten denkt sich jetzt, solange in seinem Bad seine Ruhe hat, ne? Ich sag mal gar nichts dazu am besten. Ich kümmere mich jetzt mal ums Essen, um die wichtigen Sachen. Ja, mach das mal. Wir sind fertig mit Essen. Das war doch wohl super cool. Das Kind hat super coole TikToks gemacht. Ich habe TikToks nachgemacht hier, Rudolph the Red Nose Reindeer. Und lädst du das TikTok auch mal hoch? Nein. Okay. So, wir müssen noch den Gewinner von den Weihnachtssüßigkeiten auslosen. Und jetzt haben wir hier die Comment Picker App aufgemacht. Feliz Navidad, das Video eingegeben. Und jetzt schauen wir mal, wer der glückliche Gewinner ist. Ich. Wieder können doch nicht nur zwei Kommentare sein, das kann aber nicht sein. Ich gucke jetzt mal gerade. Da stimmt was nicht. Ne, das müssen wir nochmal neu machen. Hier stimmt was nicht. Lea ist jetzt unsere Glücksfee, weil das mit dem Random Pick-up ja nicht funktioniert. Die macht jetzt hier kräftig hoch und runter. Lea, Augen zu. Augen zu und jetzt drück auf irgendeinen drauf. Hast du gedrückt? Ja. Und? Wir haben gewonnen, weil ich habe auf unsere Antwort gedrückt. Und wer ist das? Von Martina Kopp. Hat die Feliz Navidad geschrieben? Ja, sehr schönes Video hat sie auch geschrieben. Naja, dann ist sie wohl unsere Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch, Martina. Ja, gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir räumen jetzt hier mal den Tisch ab, hier unser Chaos. Und dann werden noch Kekse gebacken, nee, mein Fräulein. Kekse, Kekse, Kekse. Und wir singen noch ein paar Nikolauslieder. Rudolph, ist das ein Nikolauslied? Du musst singen, Niklaus, komm in unser Haus. Das war meins auch schöner, oder Carsten? Ja. Was kennst du denn für Nikolauslieder? Nikolaus, Nikolaus. Das war ja toll. Der Text, der ist so einprägsam. Ich werde jetzt hier noch ein Video drehen. Und zwar ein Fashion Haul. Den gibt es am Samstag dann auf Leas YouTube-Kanal. Lea, was ist denn eigentlich los mit dir? Zwei Videos in Folge auf deinem YouTube-Kanal? Und hättest du die Sachen nicht eigentlich mal bügeln müssen? Ja, ich hab die gerade erst ausgepackt. So, ich muss jetzt mein Video drehen. Leas Video ist im Kasten und jetzt will sie sterben. Und der ist cool, ne? Und so sieht es jetzt aus. Das Ding ist, der ist ein bisschen klein, aber er ist cool. Aber er ist mega cool. So, ach, der ist so toll. Ja. Und da sind die anderen Sachen, könnt ihr alle bei Lea sehen, die zeigt euch genau, wo sie die bestellt hat. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir Lea ans Keksebacken gehen. Juhu! In der Weihnachts. Ich backe nur Kekse mit dir, wenn wir dabei hier The Good Doctor gucken. Wir hören dann Weihnachtsbäckerei und dann Rolf Zukowski. Unser DJ ist gar nicht da. Und jetzt hat doch hier die Miley Wünsche, hat doch mit dem, wie heißt der nochmal da? Miley Wünsche? Ja, von der Anne Wünsche, die Tochter, hat doch jetzt das Lied in der Weihnachtsbäckerei gesungen mit dem von Berlin Tag und Nacht. Der, wie hieß denn der da in der Serie? Joe oder was? Woher weißt du denn das? Ja, weil du das früher geguckt hast. So war mit Penny der Vater, zusammen. Der was weiß ich was. Wisst ihr was? Ich würde es immer noch gucken, aber ich gucke nur noch Netflix, seitdem ich meinen Stick habe. Und dann nur noch auf Spanisch, ne? Und es ist eigentlich traurig, weil ich fand die Benicia und auf dem Köln von 667 echt cool. Guckt das jemand von euch? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und das können wir uns auch jetzt mal anhören, das Lied von denen aber her. Benicia und auch sei eigentlich besser. Fenster? Diskutiert mal, schreibt mal was besser. Köln von 667 oder Benicia und auch. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist, ne? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt geht's rund hier in der Weihnachtsbäckerei.
Leute. Nur damit ihr mal eine Vorstellung habt. Wir haben schon 12 Bleche gemacht mit diesen hier. Ne, also solchen Butterkeksen. 12 Bleche. Dann ein Blech hier mit, aber wirklich ganz eng aneinander liegen. Nachher. Und Kokosmakronen. Und, ja. Und das ist der klägliche Rest von insgesamt 12 bis 14 Blechen Keksen. Ja, also wir sind gefühlt jede 2 Tage am Backen. Der Carsten ist schneller, wie wir backen können, ne Lea? Ich muss auch noch ein Plätzchen verschicken. Ja, jetzt werden wir noch mal ein paar machen und wir wollen ja auch noch ein paar verschenken. Lea möchte noch welche verschicken. Naja. Oh, wir haben ja keine Ausstechfinger hier. Ja, was ist das denn hier? Schlechter Rang, schön, Mama. Ja, Mama wieder, wie immer. Ist doch deine Schuld. Ja klar, immer ist die Mama schuld. Hat eine Story gemacht. Und hier haben schon Fleisch. Und Mama macht irgendwelche rosanen Wurstpizza. Guck mal hier. Die und die hier. Was ist denn mit denen? Kann nichts passieren. Die sind ein bisschen dunkler geworden, weil ich mal auf Toilette musste. Und Lea so vertieft war. Ich habe einen neuen Kühlschrank gemacht. Ja. Wir werden jetzt hier ja, noch fertig backen und dann nachher nur noch das Ergebnis zeigen, weil das wird ja hier noch ewig dauern. Darf ich auch bunte Kekse machen? Den kannst du auch von dem Teig nehmen. Kannst du mir grüne Lebensmittelfarbe geben? Einen Tropfen, um Weihnachtsbäume zu machen. Mhm. In das da rein oder was? Hier, das für Weihnachtsbäume. Cool. Lea schwebt gerade Lebensgefahr. Wegen Mamas Tisch. Ja, wir haben ja lag nichts drauf auf dem Holztisch und dann kriegt man die Farbe nicht mehr ab. Wenn der Carsten das sieht, dann gibt es Ärger. Jetzt hat sie blau und gelb da zusammengematscht. Und das soll jetzt grün geben. Man kann ja so viel sehen, weil der iPad da liegen ist. Das muss man mit den Fingern machen. Und schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr, das geht gut? Ich habe gesagt, die sollten in einer Schüssel machen, aber Lea und Hören oder Lea und Folgen passt einfach nicht zusammen. Oh, guck mal. Hätte ein bisschen dunkler sein können, aber ist ja nicht schlimm. Eigentlich sind Weihnachtsbäume. Ach, wie schön! Das war die Folge aus so eine Idee gekommen, Weihnachtsbäume zu machen. Du hast ja jede Menge Weihnachtsbäume. Ja, auch. Aber das sind ja keine grünen Weihnachtsbäume. Jetzt hat Lea eine gute Idee, aus dem roten Teig da Herzen zu machen. Mhm. Leas Freund ist mit an Bord. Wir müssen Deutsch sprechen. Und das hier ist schon mal das erste Ergebnis hier. Stimmen-Ampel-Koalition-Vertrag zu. Da lernt er irgendwas. Ignoriert den. Und die anderen Tannenbäume sehen auch schon gut aus, sind im Backofen, ne Lea? So Leute, so sieht es jetzt immer noch hier in unserer Weihnachtsbäckerei aus. Das haben wir schon alles gebacken. Wir hätten auf diese Bäume einfach kein Eigelb machen dürfen. Auch. Das war mal wieder Mamas Idee. Ne, Lea hat gesagt anstreichen. So, aber wir werden jetzt auch das Video beenden. Das wird ja sonst viel zu lang. Wir haben ja schon Abend. Wir werden gleich noch gemeinsam vielleicht einen Film am Nikolausabend gucken, ne? Kevin allein zu Hause. Mal gucken. Schauen wir mal. Und die Annika, die hat heute die Ehre, das Video zu beenden. So, Annika, leg los. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne mal einen dicken Daumen nach oben. Schreibt in den Kommentaren rein. Wir werden alle Kommentare beantworten. Weiter. Alle? Ja. Und wir sehen uns nächstes Mal. Nee, vergessen nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, uns auf Instagram zu folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.